Chiara Messerli, we zijn hier in België, in Woluwe. Ze hebben geparticipeerd aan development tournament U16. Wie is alles gegaan? Am Anfang hatten wir ein bisschen einen schlechteren Start. Also wir haben verloren gegen Belgien, ja. Aber dann gegen Kroatien haben wir gewonnen 3-0. Und das war die Knacknuss. Und dann heute haben wir ein super Spiel gegen die USA gespielt, so wie es wir geplant haben. Obwohl wir 2-1 verloren haben, sind wir wirklich sehr stolz auf uns. Ja, Sie haben heute erste Minute schon 1-0, dann 2-0, aber Sie kommen zurück. Sie provozieren die Elfmeter. Ja, das war. Das ist halt so. Also ich wollte dort schießen, aber dann kam halt sie. So ist der Fußball. Wir hatten so Glück, sie Pech. Und ich würde sagen, wir haben auch es sehr verdient. Ja. Und dann in die zweite Halbzeit. Es bleibt 1-2. Das ist ein schönes Resultat. Ne? Ja, sehr. Also wir wollten wirklich kein Tor mehr machen. Und es war sehr schwierig, ein Tor gegen sie zu machen, weil sie sind wirklich ein gutes Team. Ja. Und das war also wirklich stark von uns. Ja. Ja. Und jetzt, wie geht es weiter? Was ist Ihr Ziel mit Club, mit Bern und Young Boys, denke ich? Ja, genau. Also ich bin noch nicht ganz bei IBE, aber jetzt wechsle ich dann und ich werde mit der U19 spielen und vielleicht auch mit der NLA trainieren und vielleicht ein paar Matches oder so. Und ja, mein Ziel ist es sicher, immer höher zu kommen, auch in der Nazi. Und ja. Ja. Und haben Sie Vorbilder in die Nazi? Ja, also in der Schweizer Nazi ist das Lia Welti, weil sie ist auch Bernerin, hatte der gleiche Club wie ich und sie ist wirklich mein Vorbild. Aber sonst ist es Marta von Brasilien. Okay. Ja. Okay, danke schön und viel Spaß noch. Danke.